Hey, Oliver Schirmer hier, ich grüße dich, ich hoffe, dir geht's gut. Ich möchte dir an dieser Stelle erstmal einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Wenn du das Video jetzt hier siehst, möchte ich dir einfach einen leichten, einfachen Weg zeigen, wie du gut in dieses neue Jahr startest und dieses Jahr all das erreichen kannst, was du dir wünschst. Zumindest, ja, dass du ja den Grundstein dafür legen kannst, falls du extrem hohe Wünsche hast. Und ja, falls du das Video zu einem späteren Zeitpunkt siehst, dieses Prinzip hier ist jetzt nicht nur für den Jahreswechsel gedacht, sondern ja, du kannst dir dieses Training immer und immer wieder ansehen und solltest es sogar immer und immer wieder ansehen. Und ich hoffe natürlich wie immer, ja, dass ich dir hier und heute ein paar Impulse, ein paar Tipps, ja, und ein bisschen Inspiration geben kann, ja, um ja dieses Jahr erfolgreich, ja, durchzustarten. Ja, wenn du auf den Mond zielst, ja, dann und ihn nicht triffst, ja, dann landest du immer noch bei den Sternen, hat Henry Ford mal so sinngemäß gesagt. Ja, das Zitat, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob es von Henry Ford ist. Es gibt da viele Quellen zu diesem Zitat, aber wie auch immer. Ja, ich finde das Bild schön. Ja, wenn du auf den Mond zielst und du triffst ihn nicht, dann landest du immer noch bei den Sternen. Und das ist wie beim Hausbau, ja, wenn du so willst. Je stärker das Fundament ist, je besser das Fundament ist, desto größer kann das Haus werden. Und ich bin davon überzeugt, dass ein guter Start, ja, ins Jahr oder wenn du jetzt gerade ja im Network Marketing anfängst, dass ein guter Start immer die halbe Miete ist. Und ja, wie beim Fundament, bei einem Haus entscheidet ja das Fundament darüber, wie hoch du das Haus bauen kannst. Und ich wünsche dir natürlich sehr, ja, dass du ein sehr, sehr starkes Fundament baust, dass das Haus ja so hoch wie ein Wolkenkratzer werden kann. Dazu ist aber notwendig für ein starkes Fundament, dass wir uns zwei ja ganz, ganz wichtige Fragen stellen, nämlich zum einen, was willst du eigentlich wirklich? Also ich meine nicht, was hättest du gerne, was wäre gut zu haben, sondern ja, was willst du wirklich so in deinem Herzen? Weil das ist ja das, was uns wirklich tagtäglich ja aufstehen lässt, was uns aus den Federn treibt, ja, was uns ja durchhalten lässt, auch wenn es mal nicht so läuft. Das ist der Motor, ja, das ist der Antrieb, den wir einfach brauchen, um ja Ziele zu verwirklichen. Das ist der Antrieb, den wir brauchen, um auch mal, ja, ich sag mal, eine Durststrecke überstehen zu können. Denn ja, mit diesen Allerweltszielen hätte gern, aber ja, wenn nicht, ist auch nicht wild, kommst du nicht wirklich weit. Und dann ist natürlich die zweite Frage, die man sich dann stellen sollte, ja, wie kriege ich das eigentlich? Ja, wie kriege ich das, was ich wirklich von Herzen will? Was ist ein adäquater Weg, den man gehen kann? Wie kann das Ganze Schritt für Schritt aussehen? Und da möchte ich dir in diesem Training gerne ja weiterhelfen. Also kommen wir zu Punkt 1, wichtigste Frage: Was willst du wirklich? Ja, was willst du wirklich in deinem Business? Was willst du in deinen Finanzen? Was willst du in deinen Beziehungen, in deiner Partnerschaft, in deiner Gesundheit? Stell mal alles auf den Prüfstand und sei ganz ehrlich zu dir selbst: Was möchtest du ja in diesen Bereichen ja, definitiv haben. Und das ist hier auch nicht vollständig zu sehen. Ja, überleg dir einfach, was sind für dich die wichtigsten Bereiche in deinem Leben? Wo möchtest du vorankommen? Beziehungsweise wo sind Schwachstellen? Wo, in welchen Bereichen bist du nicht so aufgestellt, wie du es gerne sein möchtest? Und wie kannst du es ändern? Da kannst du eine ganz einfache Übung dazu machen. Du kannst dir einfach ja auf ein Blatt Papier eine kleine Tabelle machen. In die linke Spalte kannst du einfach schreiben, was gefällt mir aktuell in meinem Leben nicht? Und auf der anderen Seite, wie soll es aussehen? Ja, und in der Regel ist es dann das Gegenteil. Und viele Menschen tun sich einfach leichter, einfach mal zu notieren, was sie eigentlich hassen in ihrem Leben, was sie nicht möchten in ihrem Leben. Und daraus können sie dann ableiten, was sie wollen. Und das würde ich dir empfehlen, als allererstes mal zu machen. Und ich kann dir eins sagen, egal in welcher Situation du gerade bist, jeder kann zu jeder Zeit sein Leben komplett verändern. Vielleicht ist es manchmal mit ein bisschen mehr oder mit ein bisschen weniger Anstrengung verbunden. Vielleicht dauert es manchmal länger, vielleicht geht es bei dem einen oder anderen schneller. Aber Fakt ist einfach eins. Du musst dich auf den Weg machen, denn wenn du dich nicht auf den Weg machst, dann wird sich in deinem Leben nichts verändern und du wirst nächstes Jahr an Silvester ja genau wieder an diesem Punkt sein und wirst dir vielleicht Vorsätze machen, was du im neuen Jahr umänderst, aber wenn du oder abänderst, aber wenn du ja dir nicht
grundlegend Gedanken darüber machst, was du wirklich willst, wenn du dir nicht wirklich ja Gedanken darüber machst, was dich motiviert, was dich antreibt, wenn du nicht wirklich bereit bist, die Ärmel hochzukrempeln und was zu verändern, dann wird es halt einfach nichts werden. Die Arbeit muss gemacht werden, so oder so. Und egal, was andere dir versprechen, ich kann dir eins sagen, um die Arbeit kommst du nicht drumrum. Und warum es oft bei vielen nicht klappt, ist einfach folgendes. Viele versuchen mit Aktionen, ja, zu starten. Häufig ist es aber so, weißt du, wenn du häufig genug das Falsche tust, dann kommt trotzdem nichts Richtiges dabei raus. Und deswegen ist es viel wichtiger, umgekehrt anzufangen, nämlich zuerst mal in sich, in deinem Inneren anzufangen, das Bewusstsein zu schaffen, zu verstehen, warum sind die Dinge eigentlich so, wie sie sind? Warum ist die Anleitung, die dir deine Upline gibt, warum ist die so? Viele lesen sich einfach nur vielleicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch und denken, ja, ich mach's anders, aber manchmal sind hier wirklich Jahre oder Jahrzehnte lange Erfahrungen mit drin verarbeitet, die dir einfach die Abkürzung zum Erfolg geben. Und wenn du es dann, wie beim Kuchenbacken, wenn du das Rezept veränderst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn am Ende anstatt ein Marmorkuchen ein Erdbeerkuchen rauskommt. Verstehst du, wie ich meine? Also es ist ganz entscheidend, einfach sich mal bewusst zu machen, zu verstehen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Warum sind vielleicht auch die Dinge in deinem Leben, die du gerade siehst, so, wie sie sind. Ja, und welche Anleitung, ja, kann dir helfen zu deinem Ziel. Und im Übrigen, wenn du dich bei Erfolgreich mit System anmeldest, da findest du schon bereits in der Gratis-Variante eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, der Fahrplan zum Erfolg, der dir einfach zeigt, wie du, bevor du noch das Business startest, erstmal, ja, ich sag mal, alles rund um dich, deine Ziele, deine Finanzen und so weiter auf die richtigen Beine stellst, um auf ein solides Fundament. Ja, also wichtig ist erstmal, sich bewusst zu werden, im Innern klar zu sein, was will ich eigentlich konkret, ja, und wie will ich es konkret erreichen und dann erst die Aktionen auszuführen. Denn keine oder falsche Ausführung, ja, bringt dich auch nicht zum Ziel. Also du musst im Prinzip die richtigen Dinge, ja, zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise tun, ja. Und Erfolg beruht auf, ja, zum ersten Prinzipien und zum zweiten Mathematik. Und deswegen möchte ich dir hier in diesem kurzen Training, ja, wirklich nur auf die Prinzipien eingehen, die sehr einfach sind und die sind in der Regel immer gültig, ja. Das ganze Universum beruht auf Prinzipien, wie zum Beispiel Prinzip der Schwerkraft und so weiter. Und wer versteht, wie etwas funktioniert, der kann es immer wieder und immer wieder wiederholen. Aber entscheidend ist, dass du verstehst dahinter, warum die Dinge so funktionieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und hier habe ich mal einen kleinen Test zum Thema selektive Wahrnehmung, weil auch das ist so ein Thema, wenn du nicht auf dein Ziel fokussiert bist, dann wirst du Chancen nicht wahrnehmen können. Und deswegen schau dir mal kurz dieses Video bitte an. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Also wichtig ist, du sollst jetzt einfach zählen, wie oft die Basketballspieler in den weißen Hemden sich den Ball zuwerfen. How many passes did you count? Also, wie viele Pässe hast du gezählt? Wie oft hast This is a test of selective attention. So, jetzt bin ich leider hier falsch draufgekommen. Also, wie viele Pässe hast du gezählt? Wie viele Pässe haben sich die Spieler im weißen Trikot die Bälle zugeworfen? Das sind 15 Pässe. But did you see Aber the gorilla? Was die meisten nicht sehen, ist der Gorilla, der durchs Bild geht. Ja? Und du siehst ihn hier reinlaufen, von rechts nach links, macht sogar noch ein bisschen Figuren. Und das ist krass, ja. Die meisten Menschen, die das nicht kennen und die dieses Video zum ersten Mal sehen, die sehen den weißen Gorilla nicht. Warum? Weil sie so stark darauf fokussiert sind, die Pässe zu zählen, die sich die weißen Spieler
hin und her werfen, dass sie den Gorilla gar nicht wahrnehmen. Und deswegen ein Tipp an dieser Stelle. Du weißt nicht, was du nicht weißt, weil jeder Mensch von uns hat einfach diese blinden Flecke, ja, wo es einfach sinnvoll ist, dass auch andere Menschen mal von außen auf die Situation draufschauen. Und das schöne Network Marketing ist, dass du mit deiner Teamleitung oder mit deiner Upline, ja, dass du immer Menschen hast, die an deinem Vorankommen, ja, größtes Interesse haben, sofern du natürlich die Initiative ergreifst. Ja, also du kannst nicht erwarten, dass Menschen auf dich zukommen, ja, sondern du bist für deinen Erfolg schon selbst verantwortlich. Aber wenn du die Menschen, ja, kontaktierst und wenn du wirklich auch in die Umsetzung gehst, wenn du wirklich, ja, den Menschen auch einen Mehrwert mitbringst, dass es sich für sie lohnt, in dich Zeit zu investieren, dann wird dir jeder Mensch in deiner Upline helfen wollen, dass du besser wirst. Und auch hier kann man dann dementsprechend auf die, ja, die blinden Flecken, sage ich mal, darauf hinweisen. Und das ist genauso, ob es jetzt um Zielsetzung geht etc. Wenn du nicht weißt, ja, was du willst, dann wirst du die Chancen auch nicht wahrnehmen können. Also frag dich, was willst du wirklich, ja, und wie kriegst du das, was du willst? Wie kannst du das in dein Leben holen? Und da habe ich 4 Schritte für dich. Zum ersten, Schritt 1, setz dir klare Ziele, ja. Das Leben, ja, funktioniert ein Stück weit wie im Katalog. Ja, such dir aus, was du haben willst, bestell es und dann wird es geliefert. Wenn du, ich sag mal, im Versandhaus anrufst und sagst, ja, ich hätte gern irgendwas Blaues, ja, dann wird dir niemals auf der Welt irgendjemand was zusenden können, weil es viel zu viele blaue Dinge im Katalog gibt. Deswegen, du musst klar wissen, was ist dein Ziel, was willst du konkret erreichen. Das ist wie bei einem Navigationsgerät. Wenn du sagst, Mensch, Navigationsgerät, fahr mich irgendwo hin, dann wirst du niemals an einem Ziel ankommen, sondern du musst dem Navi ganz klar sagen, wo willst du hin, ja, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, und dann kann das Navigationsgerät dich, je nachdem, welche Strecken du, Routen du auswählst, dorthin bringen, ja, so, und das so präzise wie nur irgendwie möglich. So, und deswegen Schritt 1, ganz klar definieren, was du willst. Was willst du in deinen Finanzen? Und sag nicht nur, was du willst, sag ganz konkret, was du willst und vor allen Dingen, warum du es auch willst. Was ist der Grund dafür? Was hast du, wenn das Ziel dann tatsächlich eintritt? Wie sieht es in deinem Privatleben aus? Was willst du hier konkret? Und versuch auch hier nicht zu sagen, ich will nicht XYZ, ich will nicht zu viel wiegen, ich will nicht dies, ich will nicht jenes, sondern beschreib konkret, was du haben möchtest. Ja? Dann im Geschäft, in deinem Business. Was willst du? Ja, und warum willst du Network Marketing machen? Was ist denn der Grund für Network Marketing? Was bringt dir das Ganze? Weil das sind diese Gründe, die du benötigst, damit du auch dauerhaft bei der Stange bleibst. Viele Menschen fangen etwas an, 14 Tage später ist es schon wieder erledigt. Das ist zum Beispiel jetzt gerade hier um den Jahreswechsel immer wieder ein Phänomen. Die Fitnessstudio, die werden auf einmal zu bombardiert mit Anmeldungen, ja, und 4 Wochen später gehen die dreiviertelsten Anmeldungen oder die Leute, die sich angemeldet haben, gar nicht mehr ins Fitnessstudio, ja, weil sie einfach aufgehört haben. Und häufig ist es einfach nur, weil die Gründe gar nicht klar sind. Wir Menschen leben einfach oft unbewusst in die Tage hinein, aber gerade dieses Bewusstsein, was war gestern, ja, was habe ich gestern eigentlich in meinem Business gemacht, ja, und daraus zu schlussfolgern, was kann ich heute verbessern, was kann ich anderes machen, ja, was kann ich besser machen, ja, das ist ein großer Schlüssel zum Erfolg. Also diese Wachsamkeit, diese Aufmerksamkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor für deinen Erfolg. Beziehungen, wie sollen die Beziehungen aussehen? Warum ist das? Warum soll das so sein? Was bringt dir das Ganze? Was ist mit deiner Gesundheit? Warum willst du vielleicht 90 Kilo wiegen? Warum willst du 70 Kilo wiegen? Ja, was bringt dir das Ganze? Ja, und da sei ehrlich mit dir. Notier deine Gründe, nicht das, was man so gerne hört, sondern mach es einfach so, dass es für dich richtig ist. Wenn du zum Beispiel viel Geld verdienen willst, um anzugeben, okay, why not? Ja, es ist doch dein Grund, es ist dein Leben, ist okay, egal ob andere das gut oder schlecht finden. Ja, wenn du viel Geld verdienen willst, um wohltätige Organisationen zu unterstützen, ist dein Grund, why not? Geht niemand was an, ja, aber du musst für dich klar sein, warum du das willst. Und deswegen notier dir einfach, nimm dir ein Blatt Papier und notier dir einfach, was du willst und warum du es willst. Du brauchst das richtige Level an Bewusstsein, um dauerhaft, ja, an der Verwirklichung deiner Ziele auch dran zu bleiben. Und das Wichtigste in deinem Geschäft bist immer du.
ja, dein Geschäft, dein Leben, alles, was du in deinem Leben vorfindest, ist immer eine Reflexion von dir selbst, ja, ist immer eine Reflexion von uns. Und wenn du in deinem Leben Dinge siehst, die du nicht sehen willst, dann ist es erstmal auch in dir. Ja, wenn du in den Spiegel guckst, was siehst du dann? Siehst du den König? Siehst du eine selbstbewusste Person? Siehst du eine Person, die das Spiel spielt, um zu gewinnen? Oder siehst du eine Person, ja, in gebückter Haltung? Siehst du eine Person, die das Spiel spielt, um nicht zu verlieren? Ja, also definier genau exakt, was du willst. Fang wieder an zu träumen, ja. Fang an, wie ein Kind, dir zu wünschen, was du möchtest. Und dann fang an, dir das Ganze vorzustellen. Denn Vorstellungskraft ist die treibende Kraft. Das ist das, was in deinem Geist schon entsteht, bevor es in der Realität dann Wirklichkeit wird. Ja? Und alles, was jemals erschaffen wurde, ja, war zunächst ein Gedanke. Ja? Bevor das erste Gebäude gebaut wurde, war es ein Gedanke. Ja, bis es dann letzten Endes verwirklicht wurde. Als der erste Wolkenkratzer gebaut wurde, war es zuerst ein Gedanke, bevor er verwirklicht wurde. Ja? Und denk immer dran, ob du denkst, du schaffst es oder ob du denkst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen wirst du recht behalten. Und ein Tipp am Rande, es ist völlig egal, ob du es glauben kannst oder nicht, denk's einfach positiv, weil es kostet dich eh das Gleiche. Ob du negativ denkst oder positiv denkst, es kostet dich die gleiche Energie, ja, und dann mach's doch lieber, denk doch lieber positiv. Ja, wenn du heute an den Telefonhörer greifst, kannst du denken, oh mein Gott, die werden bestimmt alle kein Interesse haben, die werden absagen. Ja, selbst wenn du bei 10 Anrufen 8 Neins kriegst, kannst du doch trotzdem denken, dass der nächste Anruf die Person ist, die bei dir ins Geschäft einsteigt und hunderte Erstlinien aufbaut oder die bei dir hunderte neue Teampartner ins Team bringt oder die Person, die bei dir Kunde wird und viele neue Kunden nachzieht. Der Gedanke ist doch das Gleiche, nur der Unterschied ist, der positive Gedanke kann sich ebenso verwirklichen wie der negative, ja, und je mehr du dich darauf fokussierst und das Ganze trainierst, desto stärker wird der positive Denkmuskel. Auch wenn ich das gleich dazu sagen muss, positives Denken allein reicht nicht, du musst natürlich dann auch in die Handlung gehen, ja, und Klarheit schafft Verlangen und Verlangen benötigen wir für deine Ziele. Ja, und was es mit der Traumzahl auf sich hat, komme ich gleich noch dazu. Also, und es gibt eine ganz einfache Übung, ja, mit der du leichter dein Ziel erreichst. Das Ganze ist sogar noch kostenlos, du musst dafür kein Geld ausgeben. Aber ich sage dir auch eins, nur diese Übung zu machen, das wird dich nicht zum Ziel bringen, sondern du musst auch ja, aktiv werden. Wenn du jetzt nebenberuflich dein Business aufbaust oder hauptberuflich, spielt keine Rolle, dann musst du in der Lage sein, dich täglich zu organisieren. Du musst in der Lage sein, täglich deine Dinge, die notwendig sind, getan zu werden, dass du die auch tust. Also was sind deine einkommensproduzierenden Aktivitäten und die müssen auch umgesetzt werden. Aber mit dieser Übung, ja, bekommst du viel leichter Klarheit darüber, was du willst und es verschafft dir ja unheimlich viel Energie und Power, ja. Also mach einfach so täglich, bevor du schlafen gehst, ja. Viele Experten sind sich da einig, dass vor dem Schlafengehen die beste Zeit ist, weil dein Unterbewusstsein dann über Nacht ja diese Informationen verarbeiten kann und dir dabei helfen kann, ja die Dinge in die richtige Richtung zu bringen. Geh gedanklich einfach ein Jahr in die Zukunft. Seh dich dann dort in dieser Zukunft mit all dem, was du dir gewünscht hast und dass du das erreicht hast, ja. Also wichtig ist nicht, dass du es aus der Perspektive raus siehst, das und das Ziel werde ich erreichen, sondern dass du tatsächlich das sehen und fühlen kannst, dass du es bereits hattest. Und da tun sich viele schwer damit und vor allem voran ich. Und ich habe von einem meiner Mentoren einen klassen Tipp bekommen und das hat mir super geholfen, mich in die Situation voll und ganz einzulassen, voll und ganz in die Situation reinzugehen, indem ich mache es immer so, dass ich mir einfach eine Situation vorstelle, wo ich mit jemandem drüber spreche, ja, was in der Vergangenheit quasi passiert ist. Das heißt, ich bin in der Zukunft und spreche darüber, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das kann eine Person sein, die dir sehr, sehr wichtig ist. Das kann aber auch ein Vortrag sein, dass du vielleicht zu einem Vortrag eingeladen bist und dann dort drüber referierst, wie du von einem Punkt A zu einem Punkt B gekommen bist. Ja? Stell dir alles so detailgetreu wie möglich vor. Die Umgebung, zum Beispiel gerade jetzt, wenn du das jetzt zum Jahreswechsel siehst oder noch vor Weihnachten dann, ja,
Dann ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du einfach Weihnachten in einem Jahr siehst. Wer sitzt denn um den Tisch? Ja, wer ist anwesend? Was gibt's zu essen? Im Hintergrund spielen vielleicht die Kids, ja. Ein toller Weihnachtsbaum in der Ecke, ja. Das Essen duftet lecker und ihr erzählt euch tolle Geschichten und auf einmal fragt dich jemand, wie du ja das alles so erreicht hast, wie du nebenbei ja dir so ein Leben aufgebaut hast. Und dann erzählst du natürlich drüber, ja, während ihr, was weiß ich, die Weihnachtsgans isst, ja, wie das Ganze ja zustande kam. Und dann bist du ja genau in dieser Situation mit den Gefühlen, mit der Vorstellung, ja, die du dann für diese Übung auch brauchst. Also einfach täglich vor dem Schlafengehen diese Übung machen, kostet dich nichts, außer, ja, Disziplin ist dann auch zu tun. Also, To-Dos für Schritt 1, klares Ziel setzen, kreier dein Traumleben, schreib's auf, ja, schau dir das, was du aufschreibst, täglich an, visualisierst täglich mit der Übung, die ich dir gerade eben gesagt habe, weil das hier unten, das ist dein Unterbewusstsein. Und die Spitze des Eisbergs, das ist einfach dein Bewusstsein, also alles im Außen. Und dein Unterbewusstsein, das bist quasi du, deine Gedanken, deine Gefühle. Und das Unterbewusstsein, ja, das hat eine gewaltige Kraft, ja. Das denkt in Bildern, ja. Es unterscheidet nicht, ob etwas wahr oder falsch ist. Und das ganze Unterbewusstsein lässt sich programmieren, ja. Wenn du zum Beispiel joggen gehst, dann ist der Anfang echt schwer. Wenn du es aber Tag für Tag machst, dann wirst du irgendwann, wenn du es mal nicht machst, ja, dann wird sich das komisch anfühlen, ja, weil du das gewohnt bist. Der Muskel Joggen ist, ja, der ist gestärkt, ja, der ist trainiert. Und genauso, wie das im Physischen machbar ist, kannst du das auch zum Beispiel durch stetige Wiederholungen machen, indem du Dinge einfach visualisierst, ja, und dann wird es immer klarer, dieses Bild immer klarer und klarer werden, ja, und das wäre jetzt der erste Schritt. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, dass du deine Zahlen kennst, dass du genau weißt, warum du morgens aufstehst, warum du heute 5 Termine vereinbarst und nicht 2, ja, oder warum du 5 vereinbarst und nicht 12, ja, dass du wirklich für dich ganz klar weißt, warum tust du was. Gut zu wissen ist, Menschen versagen, Systeme nicht. Wenn du deine Terminvereinbarung immer aus der Tagesform heraus machst, ja, dann wirst du mal besser sein, mal schlechter sein. Wenn du aber systematisch vorgehst, dann wirst du immer ähnliche Ergebnisse erzielen, egal wie deine Tagesform gerade ist. Stell dir mal vor, Ärzte oder Piloten würden nach Tagesform ihre Arbeit machen. Ja? Wir hätten Flugzeugabstürze ohne Ende. Wir hätten Doktorenbehandlungsfehler ohne Ende. Ja? Warum haben wir das aber nicht? Ja? Sondern nur selten. Ganz einfach, da wird nach Checklisten gearbeitet, da wird nach Systemen gearbeitet. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Da wird alles systematisch jeden Tag neu gemacht und das ist für jeden gleich. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann, Menschen lügen Zahlen nie. Menschen belügen sich oft selbst. Ja, man redet sich was schön oder sagt, Mensch, ich kann das auch morgen noch machen. Man belügt sich einfach selbst und oft auch andere. Ja, Zahlen lügen nicht. Wenn du täglich 5 Termine ausmachen musst laut deinem Plan und du machst halt nur 2, dann weißt du, dass dir 3 fehlen. Jetzt hast du die Wahl. Ja, gibst du Gas? Erreichst du dein Ziel oder gibst zumindest alles, um dieses Ziel zu erreichen? Oder sagst du, mein Ziel ist mir nicht so wichtig, ich mach's morgen? Ja, so. Und das wollen sich viele Menschen einfach nicht bewusst machen. Und deswegen, ja, denk dran, Menschen belügen sich oft selbst, aber Zahlen nie. Und Menschen lassen sich auch häufig von ihren Gefühlen täuschen. Zahlen täuschen dich nicht. Ich gebe dir ein Beispiel, ist ein banales Beispiel, aber manchmal habe ich das Gefühl, also ich habe immer so ein Ziel, dass ich so mindestens 10.000 Schritte mache, am besten joggen, aber wenn nicht, ist auch Laufen okay, also ganz normal spazieren gehen und so. Und manchmal gibt es Tage, da habe ich das Gefühl, ich habe diese 10.000 Schritte und wenn ich dann auf meine Uhr schaue, dann stelle ich fest, es sind nur 3.000 und dann denke ich mir, es ist unfassbar, ja, wie kann das sein? Und auf der anderen Seite gibt es aber Tage, da habe ich das Gefühl, ich bin so gut wie nichts gelaufen und habe 11.000 Schritte auf der Uhr.
Weißt du, wie ich meine? Und das ist das Entscheidende. Lass dich nicht von deinen Gefühlen täuschen. Lass dich nicht von Tagesformen leiten, sondern erstell dir klare Pläne, ja, protokollier deine Zahlen und dann handle danach, ja, und lass dich da nicht täuschen. Und deswegen, fang einfach mal an, dir wirklich klar zu werden, Mensch, was ist denn so, was kostet mich eigentlich mein Traumleben, was kostet mich mein aktuelles Leben? Also, wenn deine Fixkosten zum Beispiel, also du kannst die Zahlen hier einfach austauschen, das ist nur ein Beispiel jetzt, ja, Standardkosten, Essen, Haushalt 1000 Euro, laufende Kosten, Auto 500 Euro, Versicherung 1000 etc. pp., Summe 6.300 Euro. So, und dann deine Traumkosten. Überleg dir einfach mal, was willst du für eine Immobilie haben, also wenn das ein Ziel ist. Ansonsten musst du es natürlich umändern, ja. Und dann gibt es einen Faktor, einfach bei Immobilien 120 und bei allem anderen 50, ja. Wenn du jetzt eine Villa so für 1,5 Millionen im Kopf hast, ja, teilst es durch 120, kommst du auf 12.500 Euro, was du monatlich dafür benötigst. Bei einem Sportwagen 100.000, 50 Euro, ja, und so weiter. Also 50 gleich 2.000 Euro, ja. Weltreise 60.000 Euro, 1.200 Euro. Kommst du auf 15,7 im Monat. Diese zwei zusammen Fixkosten und Traumkosten ergeben dann 22.000 Euro monatlich. In diesem Beispiel 264.000 Euro jährlich. Wie gesagt, es dient dir nur als Beispiel. Mach das einfach für dich selber, aber du musst die Aufgabe machen, weil dann weißt du auch tatsächlich, warum du diesen Betrag hier überhaupt verdienen willst. Du hast das Warum hier dahinter, weil du das Leben so leben kannst, wie du es nach deinen Vorstellungen haben möchtest, weil du deiner Familie die Dinge leisten kannst, die du haben möchtest, etc. Ja? Diese Klarheit zu haben, ist super wichtig. Und ich merke das immer wieder, wenn ich jemanden frage, Mensch, wie viel willst du verdienen? Dann kommen manchmal einfach Zahlen, 3.000 Euro, 1.000 Euro, 500 Euro, 10.000 Euro. Also ist alles dabei. Und wenn du fragst, warum, dann ist da oft Leere erstmal. Ja? Ja, ich will halt einfach mehr verdienen oder ich will ein Auto. Ja, wie viel kostet das Auto? Ja, weiß ich nicht genau. Und das sind eben diese Punkte, die unklar sind. Und in dem Moment, wo du Unklarheit schafft immer Verwirrung. Klarheit schafft Fokus. Ja? Und deswegen ermittle deine Traumzahl. Übrigens, dieses Checkblatt hier, das kannst du, wenn du dich bei Erfolgreich mit System den kostenlosen Account registrierst, da gehe ich noch viel tiefer in das Thema ein, zeige dir, wie du das Ganze ermittelst, das Sechs-Konten-Modell aufbaust und ja, und da findest du auch dieses Blatt, was du dir ausdrucken kannst, aber das nur so by the way, ja, ermittle deine Traumzahl, was, auch das hier sind nur Beispiele, ja, auch das hier ist einfach nur, dass du sehen kannst, okay, wie baut sich das Ganze auf und was musst du eigentlich tatsächlich im Jahr verdienen, um dieses Traumleben führen zu können, ja, und vielleicht kommt viel, viel weniger raus, als du gedacht hast, ja, oder vielleicht brauchst du aber mehr, als du gedacht hast. Zahlen lügen nicht und das solltest du dir, ja, und das solltest du einfach immer wieder dir in Erinnerung rufen. Ja, und wie isst man einen Elefanten? Ja, Stück für Stück, ja, gibt es ja so diesen Witz, beziehungsweise diesen Spruch. Und deswegen, manchmal, wenn man das Ganze so macht, dann erscheint einem das noch so weit weg, das Ziel ist so groß und man weiß gar nicht, ob man es erreichen kann. Und deswegen legst dir einfach, ja, oder zerteilst dir einfach in kleinere Happen, ja. Mach einfach Teilziele daraus, ja. Was von diesem Ziel, beziehungsweise bis wann kannst du es dir vorstellen zu erreichen? Wie soll es in 5 Jahren aussehen? Ja, brich das Ziel runter auf 10-Jahres-Ziele, 5-Jahres-Ziele, auf ein 1-Jahres-Ziel, dann schau dir die 3-Monats-Ziele an, ja, mach da draußen ein Monatsziel, ein Wochenziel und ein Tagesziel. Und in meinen Augen ist es am allerwichtigsten, ja, dass du dir einfach anschaust, beziehungsweise dieses große Ziel runterbrichst auf Monatsziele, Wochenziele und Tagesziele. Warum? Das sind die Dinge, die du immer wieder, ja, kurzfristig beeinflussen musst. Ja, also was musst du zum Beispiel monatlich für dein Ziel tun? Was musst du wöchentlich für dein Ziel tun? Was musst du täglich dafür tun? Und das, gerade dieses Tägliche ist unheimlich wichtig, dass du lernst, dir eine Routine, eine Gewohnheit anzueignen, die du Tag für Tag dann umsetzen kannst. Ja, weil nur das, was wir, diese kleinen Schritte hier, die wir täglich tun, das ergibt, wenn man es aneinander reiht, ja, dann das große Ziel in der Zukunft, ja. Deswegen,
kenne bzw. ermittle deine Quoten. Ja? Und du kannst jetzt sehr konservativ oder konservativ rechnen. Vielleicht hast du deine eigenen Quoten schon. Falls du jetzt neu bist, kann ich dir empfehlen, rechne mal mit 10:1 oder mit 5:1. Also 10 Verkaufsgespräche führen gleich ein Kunde ist wirklich sehr, sehr, ich sag mal, konservativ gerechnet. 5:1, ja, 5 Verkaufsgespräche, ein Kunde dürfte wahrscheinlich auf viele ja zutreffen. Und und dann sieht die Sache im Prinzip wie folgt aus. 5 Verkäufe ja pro Woche ja bedeuten 25 Verkaufsgespräche, weil du brauchst 5 Verkaufsgespräche, ja, um einen Kunde zu gewinnen. Also wenn du 5 Verkäufe haben möchtest, brauchst du 25 Verkaufsgespräche, also das Fünffache. Und das bedeutet, wenn wir jetzt mal 10:1 bei der Terminvereinbarung zum Beispiel nehmen, also bei der Lead-Generierung sozusagen, sagen wir einfach mal, okay, wir brauchen 10 Anrufe, um ein Verkaufsgespräch zu vereinbaren. Ja? Oder wir brauchen 10 Leads, um einen Kunden, um ein Verkaufsgespräch zu generieren. Ja, dann brauchst du eben 250 Leads die Woche. Bei 4 Wochen sind es 1000 Leads im Monat. Ja? Wenn du es durch 30 Tage teilst, brauchst du 33 Leads pro Tag. Du brauchst keine 15, du brauchst keine 100, sondern du brauchst halt circa 33 pro Tag. So, und dein Job ist es, im Schnitt diese 33 pro Tag zu haben. Ja? Im Übrigen, je mehr du in der Praxis tätig bist, ja, je mehr du Vollgas gibst, desto mehr Verkaufsgespräche wirst du führen, desto besser wirst du werden, du wirst mehr Erfahrungen sammeln und je mehr Erfahrungen du sammelst, desto besser wirst du und desto besser wird deine Quote werden, ja, und Top-Leute, ja, die haben nicht selten Quoten von 10:9, ja, dass die 10 Verkaufsgespräche führen, haben 9 Kunden, ja, oder 8 Kunden sogar. Und das geht aber nicht gleich von Anfang an, ja, sondern das ist alles hart erarbeitet durch tägliches Training beim Kunden. Also Schritt 2, To-Do, kenne deine Zahlen, ermittle deine Traumzahl, ermittle deine Quoten, notiere dir deine Teilziele, was musst du wirklich Tag für Tag tun, ja, was brauchst du Tag für Tag und mach dir ganz klar, was du täglich dafür tun musst. Und dann sind wir schon bei Schritt 3, ja, kontrolliere dich selbst. Notiere deine Ergebnisse täglich auf Papier. Was hast du heute gemacht? Wenn das Ziel 33 Leads pro Tag sind, wie viele Leads hast du heute generiert? Und der positive Nebeneffekt ist, wenn du so arbeitest, der Vorteil ist, alles, was wir aufschreiben, was wir messen, ja, vergrößert sich. Es gibt da auch, ich habe mal von einer Studie, leider kann ich dir jetzt die Quelle nicht nennen, aber ich habe mal von einer Studie, war das, glaube ich, gelesen, da hat man zwei Gruppen genommen. Beide wollten abnehmen und die einen, die mussten sich täglich wiegen, während die anderen sich nicht wiegen sollten. Und rate mal, wer wie viel prozentual mehr Probanden abgenommen haben, das waren diejenigen, die sich täglich gewogen haben. Die haben einfach mehr Gewicht in Summe verloren, ja, als diejenigen, die sich nicht gewogen haben. Und hatten natürlich auch flächendeckend bessere Ergebnisse wie die Menschen, die in der Gruppe waren, in der Vergleichsgruppe, die sich nicht gewogen haben. Ja, also notiere deine Ergebnisse. Bedeutet, du musst wissen, was ist dein Ziel bezüglich Einkommen, bezüglich, wenn du jetzt abnehmen möchtest, wäre es jetzt Gewicht etc., dass du wirklich das, was du verbessern willst, dass du das Tag für Tag misst. Ja, notiere dir deine Ergebnisse täglich auf Papier, am besten immer zum Abschluss deines Arbeitstages. Ja, so, und dann erstell dir eine Zielplanung, entweder mit deinem Teamleiter oder alleine, aber wichtig wäre, ja, dass du es mit einer Person teilst, dass du entweder mit deinem Teamleiter oder mit einer Person, die dir super wichtig ist, einfach diese Zielplanung durchgehst und einfach konkret mitteilst, was du erreichen möchtest, weil so stellst du für dich sicher, ja, dass dieses Nicht-Erreichen in Anführungszeichen, dass es richtig wehtut. Du willst dir diese Blöße nicht geben. Und das alleine bewirkt schon, dass du ja mit vollem Einsatz auch dran gehst, ja. Vielleicht schließt dir eine Wette ab, ja, oder du suchst dir so einen Buddy innerhalb eures Teams, muss ja nicht in der eigenen Struktur sein, sondern du kannst es ja auch
mit einem Kollegen aus dem Unternehmen machen, mit dem du dich gut verstehst. Ja, macht einen kleinen Wettbewerb unter euch, wie auch immer. Entscheidend ist einfach nur, dass du einmal wöchentlich, ja, dich mit deinem Buddy kurz schließt, kurz telefonieren, ja, und dass ihr einfach eure Fortschritte besprecht, ja, dass ihr einfach schaut, okay, wer ist wie weit gekommen, und das wirst du sehen, das setzt so viel Energie frei, ja, und was ich dir auch noch als Tipp mitgeben kann, häng dir in dein Büro, an deinen Arbeitsplatz, vielleicht so ein kleines Whiteboard oder ein Flipchart, wie auch immer, und mach einen kleinen Soll-Ist-Vergleich drauf. Ja, also wenn dein Ziel ist, was weiß ich, 20 oder 30 Kunden im Monat, ja, dann schreibst du auf die eine Seite Soll 30 Kunden und auf die andere Seite Ist. Und das hängst du dir immer an einen Platz, wo du es so oft wie möglich den Tag über siehst. Ja, weil auch das wird dich dann anspornen, das wird dein Unterbewusstsein ja anspornen, so schnell wie möglich an der Zielerreichung zu arbeiten. Und dann last but not least, Schritt 4, Aktionsplan erstellen, dass du wirklich ganz konkret weißt, wann tust du was? Welche Aktivität ist wann zu tun? Was tust du am Montag? Was tust du am Dienstag? Was am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter und so fort? Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wenn du im Network Marketing bist, wenn es dir so geht wie den meisten und so wie es mir damals gegangen ist, dann kommst du aus einer Angestellten-Tätigkeit. Jetzt musst du vielleicht nebenberuflich anfangen, ja, oder du darfst nebenberuflich anfangen. Dann musst du dich organisieren. Du hast einfach nicht die Zeit irgendwie, dass du die einfach verplemperst, sondern du musst wirklich gucken, dass du in der Zeit, wo du arbeitest, dass du dort ja auch die richtigen Dinge tust. Also ganz klar strukturieren, was bringt dich zum Ziel? Was sind die Aktivitäten dahin und wann tust du was? Ja, was machst du am Montag, Dienstag, Mittwoch? Und ich kann es nur noch mal wiederholen, in unserem Mitgliederbereich Erfolgreich mit System, da haben wir zum Beispiel das perfekte Sponsorsystem drin. Wie gesagt, der Fahrplan zum Erfolg, wo es auch dann viel darum geht, was sind die einkommensproduzierenden Aktivitäten und so weiter. Ja, wenn du möchtest, dann leg dir einfach einen Gratis-Account an oder ja, komm in meine Facebook-Gruppe. Auch hier gibt es immer wieder ja, Trainings und Live-Veranstaltungen, ja, wo wir auf diese Themen dann dementsprechend eingehen. Ja. Dann nutze Checklisten, um Gewohnheiten und Routinen zu erzeugen. Ja, also wir haben hierfür zum Beispiel eine Checkliste, eine Tagesroutine für Teamleiter und eine Tagesroutine für Verkäufer, wo genau aufgelistet ist, ja, welche Aktivitäten täglich zu tun sind. Und wenn du dir diese Gewohnheiten aneignest, das ist wie so ein Trainingsplan. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja, dann besprichst du mit deinem Coach, was willst du erreichen, und dann erstellen die dir einen Ernährungs- und Trainingsplan. Und jetzt musst du dich an diesen Plan einfach nur halten. Ja, du darfst dich an diesen Plan halten und dann wirst du Ergebnisse produzieren. Natürlich, wenn du nicht mehr hingehst, dann wird es nicht funktionieren. Aber solange wie du hingehst, solange wie du ja diese Quellen und Ressourcen nutzt, solange bist du auf der Erfolgsschiene, ja. Und so ist es im Network Marketing auch. Ja, du kannst entscheiden, nicht zu den Meetings zu gehen, du kannst entscheiden, nicht zu den Trainings zu gehen, du kannst entscheiden, nicht zu den Schulungen zu gehen, aber dann darfst du dich nicht wundern, wenn du keine Erfolge verzeichnen kannst. Denn wer nicht weiß, wie das Geschäft funktioniert, der kann auch keine Erfolge erzielen. Und Gewohnheiten sind das Allerwichtigste, weil das Gute an der Gewohnheit ist, du machst die irgendwann ja unbewusst. Ja, du machst die einfach, ohne darüber nachzudenken, was ist als nächstes zu tun. Und das ist der Zustand, wo du hinkommen möchtest, dass du einfach Gewohnheiten, die dir Erfolg bringen, ja, die dir regelmäßig neue Partner ins Team bringen, die dir regelmäßig neue Kunden ins Team bringen, dass du die automatisch routiniert machst und am besten in einer komprimierten Form, sodass du in 1-2 Stunden am Tag, wenn du nebenberuflich arbeitest, ja, dass du dort die Ergebnisse erzielst, die andere vielleicht in ihrem Hauptberuf nicht erzielen. Ja? Also nutze unsere Checklisten. Wenn du bei mir im Team bist, dann kannst du die haben. Schreib mich einfach an. Nutze unsere Checklisten und plane abends einfach den nächsten Tag. Auch das wird dir schon helfen, den nächsten Tag viel fokussierter und mit mehr Klarheit anzugehen. Und dann mach wöchentlich einfach ein Meeting mit dir selbst. Check einfach für dich ab, was hat bei mir funktioniert, was nicht. Habe ich es wirklich so umgesetzt, wie ich es gezeigt bekommen habe? Was kann ich verbessern? Ja, wo sehe ich Schwachstellen, die ich durch leichte kleine Veränderungen verbessern kann? Ja, wer kann mir helfen, mich zu verbessern?
was werde ich nächste Woche tun und wann genau tue ich es, dass du für dich einfach für die nächste Woche so einen Fahrplan hast, wo du ganz klar ja sagen kannst, okay, das und das tue ich. Ich zum Beispiel habe für mich so einen Tracker, ja, in diesem Tracker, da stehen lauter Aktivitäten drin, die in Richtung meiner Ziele führen. So, und dann habe ich einfach so Spalten 1 bis 31, ja, die stehen für die Tage und dann kann ich jeden Tag einfach einen Haken reinmachen, was davon habe ich getan, was davon habe ich nicht getan, und unten drunter habe ich dann meine Kontrolle, ja, also da zähle ich dann, wie viele Vertriebspartner wurden gewonnen, wie viele Zähler, wie viele Leads, ja, und so weiter und so fort. Also alles, was für mich wichtig ist, ist dann auf diesem Blatt drauf und ich kann mich jeden Tag einfach konzentrieren, darauf diese Aktivitäten ja umzusetzen. Und ja, auch ich bin keine Maschine, manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter, aber du wirst definitiv weiterkommen, wenn du nach Plan arbeitest, wie wenn du es einfach ja deiner Tagesform überlässt. Dann habe ich noch einen kleinen Bonusschritt für dich. Check einfach mal die Ausgaben der letzten 3 Monate. Das ist auch immer so ein Thema. Gerade zum Jahreswechsel macht es definitiv Sinn, das mitzumachen. Einfach mal zu schauen, welche Ausgaben machen denn Sinn, welche nicht. Welche Tools nutzt du eigentlich überhaupt? Was kostet davon ja monatlich Geld, was nicht? Mach dich einfach frei von allem, was du nicht benötigst. Ja, je leichter der Rucksack ist, den du auf deinen Schultern trägst, desto schneller kommst du voran. Und alles zählt. Also alles, was du tust, aber auch alles, was du nicht tust, zählt. Und wenn du einfach die Augen zumachst, nicht hinschaust, ja, dann trägst du irgendwann einen riesen Rucksack mit dir rum, den du gar nicht benötigen würdest. Und so kommst du vielleicht viel, viel schneller ja an deine Ziele. Bonus 2. Schau dir einfach mal für einen Monat oder 2, ja, einfach an, was du den Tag über so machst. Protokolliere dir mal alle 30 Minuten, einfach kurz notieren in ein Notizbuch oder so, ja, was hast du die letzten 30 Minuten gemacht? Und dann einfach eine Spalte dahinter, dient es der Erreichung deines Ziels, ja oder nein? Und wenn es der Erreichung deines Ziels nicht dient, ja, wenn es ein Zeitdieb ist, wenn es ein Zeitverschwender dabei ist, ja, dann stell dir die Frage, wie kannst du das zukünftig beseitigen? Wie kannst du es schaffen, ja, dass du diese Dinge nicht mehr tust? Also wenn du zum Beispiel feststellst, dass du eigentlich auf Social Media bist, um ja neue Kontakte zu knüpfen für dein Geschäft, ja, dann aber feststellst, du hast jetzt eine halbe Stunde lang irgendwelche Videos angeguckt, und weil Weiterbildung ist ja auch wichtig, ne, oder so, und du schwindelst dir da wieder was vor, dann mach dir das bewusst. Wichtig ist, und ich hoffe, dass das einfach heute jetzt hier in diesem Training auch rüberkommt, dass diese Aufmerksamkeit wichtig ist, ja, dass du dieses Bewusstsein schaffst, ja, dass du einfach mal hinschaust, was bei dir gerade so los ist, und dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie tickst du, wo sind deine Gewohnheiten, ja, wie lässt du dich leicht ablenken. Und wenn du jetzt ein Problem bei Social Media hast zum Beispiel, dass du eigentlich dort arbeiten willst und die lässt dich immer ablenken, oder du kriegst 15 Nachrichten in der Stunde, ja, auf dein Handy und hast so, ja, Push-Benachrichtigungen vielleicht noch drin, was dich immer wieder aus deiner Arbeit rausreißt, dann wäre es vielleicht gut, einfach, ja, diese Apps vom Handy zu verbannen und einfach nur dann, wenn du Netzwerkaufbau betreiben möchtest, dann tatsächlich in das soziale Netzwerk reinzugehen und dann dort deine Arbeit zu machen und dann sofort wieder raus. Ja, also da muss man halt einfach aufpassen und diese Dinge für sich erkennen, um dann Lösungen zu finden. Okay, also wenn das rübergekommen ist, dann war das, dann hat das Video schon seinen Sinn gehabt. Also, und wenn das Ganze für dich hier hilfreich war, ja, also ich hoffe es zumindest, dass es für dich hilfreich war, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe, geh einfach auf oliverschirmer.de/Facebook. Da gehe ich regelmäßig, gibt es Live-Trainings, gibt Videotrainings, ich gehe auf viele Themen ein, du kannst dort auch Fragen stellen. Also wenn du Lust bekommen hast und mehr von diesen Inhalten haben möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei mir in der Facebook-Gruppe wiedersehen. Und alles, was du für deinen Erfolg benötigst, sind einfach nur 4 Punkte. Du brauchst das richtige Partnerunternehmen, also die richtigen, welches auch die richtigen Produkte hat. Ja? Du brauchst die richtigen Tools, also sprich Werkzeuge, wenn du online arbeiten willst, eben die Software, ja, plus die richtigen Strategien, um die neuen Kunden und Vertriebspartner auch zu gewinnen.
Drittens, du brauchst einen Coach, einen Mentor, der dir für Fragen zur Verfügung steht, der dir aber auch hilft, Informationen richtig zu verarbeiten, das Ganze richtig einzuordnen. Und das merke ich, das ist immer wieder der viel, viel wichtigere Teil von allem, weil die Menschen mittlerweile, wir sind alle so vollgepumpt mit Informationen, dass wir manchmal gar nicht mehr richtig wissen, was ist denn jetzt der erste Schritt, was ist der zweite Schritt und was kommt ganz zum Schluss. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Lösung liegt vor uns und wir können sie nicht erkennen, weil wir so voll sind mit Informationen. Ja? Und last but not least, du brauchst eine Gruppe von Gleichgesinnten um dich rum. Ja? Und das ist das, was Erfolgreich mit System dir geben möchte, diese vier Punkte. Ja? Und Jim Rohn war es, der schon mal gesagt hat damals, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du, ja, wenn du dich mit Menschen umgibst, die gleiche oder ähnliche Ziele haben, ja, dann kann dich auch mal ein Tief nicht schockieren, weil du hast immer Menschen, zu denen du aufblicken kannst, an denen du dich aufrichten kannst, mit denen du gemeinsam wachsen kannst, wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Warum? Weil ihr einfach wisst, dass ihr die gleichen Ziele habt. Ja, das verbindet euch. Und wenn du Lust hast auf so eine Community, wenn du die richtigen Partnerunternehmen kennenlernen möchtest, wenn du die richtigen Tools und Werkzeuge kennenlernen willst, wenn du einen Coach, einen Mentor für deine Fragen haben möchtest, ja, dann geh einfach auf erfolgreich-mit-system.net/jetzt-starten und leg dir doch einfach mal einen kostenlosen Account an, dann siehst du, ja, was dich bei Erfolgreich mit System erwartet. Und dann würde ich dich, mich freuen, wenn ich dich bei uns in der Community begrüßen heißen könnte, ja. Und wenn du die Folien hier möchtest, ja, dann kannst du auch die haben, ja. Einfach den Beitrag hier unter dem Video dann kommentieren, ja. Kommentiere einfach mit Folien, einfach das Wort Folien reinschreiben. Also kommentieren, Wort Folien. Und dann sende mir einfach eine Direktnachricht auf Facebook. Ja, mein Profillink ist hier www.facebook.com/Oliver Schirmer. Ja, einfach mir Bescheid geben, dass du den Beitrag kommentiert hast. Und dann sende ich dir einfach den Link zu den Folien zu. Und du musst keine E-Mail-Adresse oder sowas eingeben, kriegst die Folien dann einfach von mir zugesendet. Und ich hoffe, ja, wie gesagt, an dieser Stelle, dass das Ganze dir weitergeholfen hat, dass du ein paar Tipps, ein bisschen Inspiration mitbekommen hast. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns in meiner Facebook-Gruppe wiedersehen. Und ich wünsche dir maximalen Erfolg und ein erfolgreiches neues Jahr.